ich will diesen Mann einfach. Und wenn es zwischen Sami und Jasmin sowieso nicht rund läuft, warum sollte ich mir dann nicht einfach nehmen, was ich will? Und von der Seite? Oh, auch richtig gut. Ich hätte irgendwie gar nicht gedacht, dass das mit meinen Haaren so funktioniert. Aber ja, ich würde sagen, du hast echt magische Hände. Ich danke dir. Und du strahlst wie die Sonne. Danke. Echt. Und, was denn? Magische Hände? Hast du ja gestern auch gespürt. Chiara? Ja? Kannst du mir kurz sagen, wie du auf ihn stehen kannst? Der denkt, der wäre ein richtiger Stern. Richtiger Macho, Alter. Das sage ich ja gar nicht, dass ich auf ihn stehe. Aber ich finde das lustig. Ist doch voll lustig. Super lustig. Ja. Mensch, sag mal, nicht so ernst. Super lustig. Wollt ihr bitte noch ein bisschen Kuchen? Soll ich was vom Bäcker holen? Oh mein Gott, das wäre geil. Wenn wir das machen. Und okay, wow. Wozu hat euch die Schule diesen Tag gegeben? Um was zu lernen. Was erwartet die Schule, dass ihr euch Mühe gebt? Was tut ihr hier gerade? Kaffeetouch halten. Okay, ich bringe euch was bei, Ladies. Danke zur Erinnerung nochmal. Immer wieder gerne. Ja. Ich bin fast auf ihren Haaren ausgerutscht. Ja. Lange Rede, gar keinen Sinn. Das geht nicht. Hey, niemand sagt, dass irgendwas. Was? Ist doch. Man spürt das. Chiara? Die Vibes. Das nicht. Okay, erst wir die Wette starten. Und dein Chef. Das ist ein Double Kill. Verlobt und Chef geht gar nicht. Nein. Lass uns. Und wenn wir wieder wetten, so wie damals? Nein. Spaß. Es ist nicht Herr Heuer. Und ich will das ganze Drama nicht nochmal haben. Und er ist nicht wahr. Er ist richtig komisch. Okay, darum geht's nicht. Aber ja, ihr habt recht. Das ist für mich tabu. Ja, voll. Das ist nicht tabu. Ja, ja, ihr habt ja recht. Das sind blöde, komplizierte Sachen, in die ich mich ja sage. Deswegen. Mhm. Ich dachte, du verstehst es nie. Doch. Doch, voll. Sie versteht es voll. Mhm. Gut. Was sollen wir jetzt machen? Ihr geht jetzt einmal nach hinten und ich bringe euch jetzt was mit. Okay. Verdammt. Warum muss Sami auch so unglaublich heiß sein? Aber ja, Amelie und Lynn haben irgendwie recht. Sami zu verführen wäre eine Nummer zu krass. Aber davon träumen darf ich ja wohl noch. Was willst du? Leute, ich will jetzt keinen Stress anfangen, ich will einfach nur kurz mit. Dann hättest du nicht herkommen sollen. Du stresst aber gerade. Leute, Folgendes ist passiert. Ich hatte diesen Platz bei dieser Dönerbude. Die haben mir abgesagt, ich brauche jetzt eine neue Stelle. Oh mein Gott, Jonas! Das ist lustig, weil das ist nicht unser Problem. Ja, deswegen will ich auch gar nicht mit dir reden, sondern mit Rick. Achso, und weil du dir einen scheiß Platz gesucht hast und die dir nicht wollten, willst du jetzt, dass Rick dich rettet? Ich habe mir wenigstens was Richtiges gesucht. Ist das gerade dein Ernst? Meine Freundin gefragt, um mit ihr einen schönen Girls' Day zu verbringen. Wenn das für dich nichts Richtiges ist, dann kannst du direkt durch diese Tür gehen und wieder gehen. Hör mal zu, Jonas, mich interessiert das nicht, ob du jetzt dir eine neue Dönerbude suchst oder sonst irgendwas. Aber hier in der Schlitte wirst du kein Praktikum machen, ganz einfach. Also ich glaube, Rick hat das zu entscheiden, nicht du. Rick will kein Kundschaft und du pisst mich an. Was ist hier schon wieder los? Alter, habt ihr nichts zu tun? Können wir nicht mal alleine miteinander reden? Was willst du denn, Rick? Ich... Unruhe stiften! Ey! Am besten gehst du einfach. Ich. Oh, Leute. Ich brauche deine Hilfe, Rick. Okay, wobei? Bei diesem Berufsorientierungstag. Ich hatte eine Stelle bei der Dönerbude, die haben mir spontan abgesagt und. Ja, war. Oh mein Gott, der Arme! Ich brauche eine neue Stelle. Reiß dich so zusammen. Was? Findest du das witzig, wie die mit mir umgehen? Ja, geh. Rick, ich brauche einfach nur eine neue Stelle, bitte. Ich mache alles für dich. Ich putze hier, ich fege hier, ich helfe Sami beim, keine Ahnung, Einsortieren von irgendwelchen Sachen. Oder ich setze mich sehr gut alleine. Oder ich setze mich einfach nur irgendwo hin und halt meine Fresse. Halt deine Fresse, nicht in die Blase. Draußen. Das ist ja eine tolle Einstellung und deswegen helfe ich dir auch nicht. So, Rick, sollst du mich nicht unterstützen? Ja, aber nicht Joe beim nicht Scheiße machen. Du wieso beim Scheiß machen? Ich brauche dir jetzt einfach. Rick, ich bekomme eine fucking 6. Ich brauche diese scheiß Unterschrift. Ja, dann such den vernünftigen Laden, weil, because du hast gar keinen Bock auf diesen Laden, dann such dir einen, worauf du Bock hast. Ich habe keine Zeit. Ich habe hier schon 2 verrückte Döner. Such dir bitte was, was dir Spaß macht. Ich bin nicht ein Notnagel. Danke, Rick, ja, für gar nichts. Ciao. Immer wieder gerne. Alter, Rick hat mich gerade ernsthaft rausgeworfen. Ey, was mache ich denn jetzt? Wenn ich nicht so schnell wie möglich irgendwas finde, kassiere ich eine fucking 6. Und das kann ich mir gerade echt nicht leisten. Was auch immer sich Jonas dabei gedacht hat, hier ein Praktikum zu machen. Aber war unangenehm einfach. Es war sehr unangenehm. Und was macht man bei einem Praktikum so? Man lernt Sachen, oder? Ja, das zeigt uns Chiara jetzt nämlich. Genau, dann präsentiere ich euch jetzt einmal das Equipment, was wir so brauchen, um Haare zu schneiden. Mhm. Also jeder von uns hat so ein süßes Täschchen. Richtig. Und hier ist das Equipment direkt griffbereit. Zum Beispiel haben wir hier so einen Kamm mit dem... oder ich zeige euch Kundenberatung. Hi! Hallo!
Eileen, richtig? Genau. Okay, dann komm mal einmal mit. Geht's dir gut? Ja, und selbst? Sehr schön, ja, mir auch. Setz dich einmal hin. Ja, willst du einen Kaffee? Kann ich einen Kaffee am liebsten, cool. Okay, cool, alles klar. Und gleich widmen wir uns deinen Haaren und dann machen wir eine Stilberatung und du sagst dann, wie du dir was vorstellst. Okay, danke. Okay, gerne. So. Ich bin stolz auf dich, du machst das richtig gut. Danke. Das ist auch einfach, weil ich einen tollen Ausbilder habe. Mhm. Das ist meine Lieblings-Azubine. Ah. Mhm. Du hast nur eine. Noch. Also wenn du wollt, könnt ihr auch starten hier. Ja. Hm? Warten wir mal ab. Aber das ist was mich richtig beruhigt. Ich bin richtig froh, dass ich euch beide diese Woche alleine lassen kann und zu Paula und Marie fahren kann. Ich meine, ihr habt das hier im Griff und alles wird gut. Ja, wir rocken das. Wir kriegen das so hin. Hm? Wird alles super. Ich bin so süß. Ich war nämlich bei dir. Ich komme. Na, wer? Ich komme. Wie super, hier? Ja, ich war bei einem Fotoladen. Okay. Wir sind Katalog geholt. Wir müssen hier ein paar Fotos suchen, aussuchen, damit der Fotograf alles so Vorlage nehmen kann für uns. Ja, ja. Schau ich mir das später auf jeden Fall an. Mach ich. Ja. Genau. Und übrigens, ich habe meine Eltern und deine Eltern bei mir eingeladen für Abendessen. Die wollen auch das alles über Hochzeit jetzt besprechen mit uns. Klar, klar. Ich bin dabei. Ja? Ja, ich komme vorbei. Okay, aber kümmere dich darum, okay? Mach ich. Wir müssen das schlagen. Safe. Okay, dann. Ja. Okay. Tschüss, bye-bye. Ciao. Bye. Ciao, Jasmin. Gerade war alles so cool und lustig hier, bis Jasmin plötzlich mit ihrem beschissenen Hochzeitskatalog aufgetaucht ist. Ich meine, wir haben jetzt alle kapiert, dass Sami heiratet. Mann, wie kann man so nerven? Okay, wollen wir jetzt Döner essen gehen? Ich hab massiv Hunger. Hallo. Chiara, ob du Bock hast, einen Döner essen zu gehen? Ich hab Bock. Ich hab nur eine andere Idee. Hallo? Du kannst das nicht sagen, wenn du ihn dabei hast. Was war das? Hey. Brauchst du bei irgendwas Hilfe oder so? Nein, alles gut. Alles gut. Ich kann dich auf jeden Fall unterstützen. Das brauch ich nicht. Passt, alles gut. Okay. Und meinst du, du brauchst vielleicht ein bisschen Ablenkung von diesem super langweiligen Hochzeitskram? Wir können ja was essen gehen. Danke, ich hab gerade keinen Hunger. Also ich bin satt. Sag mal, wollt ihr mich ja eigentlich heute irgendwie alle verarschen? Wozu ist ein Berufsorientierungstag gedacht? Sami. Um Mädels was beizubringen? Das war dein Reden. Warum passiert hier nichts? Warum sitzt du hier? Warum höre ich jetzt hier gerade irgendwas von gemeinsamer Mittagspause? Weil ich mir gedacht habe, dass Sami und ich über meine Ausbildung sprechen können, während wir was essen sind. Weil ich einfach ein paar offene Fragen habe, die geklärt werden sollten. Ah. Genau. Ja. Ne, Sami? Hat jetzt Vorrang. Weil ich meine, die Mädels sind hier, um was zu lernen. Und was? Ja, und deswegen müssen wir lernen sie nichts. Meine Fragen klären, damit die was beibringen. Damit die was beigebracht bekommen können. Von mir. Chiara, du siehst doch, dass ich beschäftigt bin. Das habe ich dir auch gerade eben gesagt. Rick ist auch dein Chef, also hör bitte auf Rick. Okay? Das, was er sagt. Bringst du mir jetzt bitte das Dreh? Mhm. Boah, was war das denn? Kaum war Jasmin da, ist Sami auf einmal ganz anders. Plötzlich hat er nur noch seine dumme Hochzeit im Kopf. Aber wenn er meint, ich renne ihm ganz bestimmt nicht hinterher. Schön, dass ihr da noch, Leute. Ja, danke, dass wir das hier durften. Oh. Ich kann absolut nachvollziehen, dass du die Schule geschmissen hast. Ist geil hier. Ja, finde ich nämlich auch. Friseure werde ich, glaube ich, trotzdem nicht. Ne? Ja, schön. Danke, dass wir hier sein durften. Ja, voll. Ja, voll gerne. Ich meine, Feedback-Gespräche sind nicht so meins, deswegen ich gehe einfach in den Feierabend. Aber ihr habt Ich möchte das Feedback auch gar nicht. Ich glaube, ihr habt Rick traumatisiert. Tschüss. Bis gleich. Feierabend. Bye. Gut. Ja. Okay, Leute. Hör auf, so ein Gesicht zu ziehen. Dein Gesicht ist wunderschön. Die Nummer mit Sami, die wäre eh katastrophal geendet. Da hätte es nur Drama gegeben. Ja, voll. Das ist zweiter Vorname. Schön. Ja, und deswegen solltest du das abstellen und keinen Kontakt mit ihm. Beziehungsweise nicht unnötigen, nicht in nur dem auf arbeitmäßig, weißt du? Ja. Ihr habt recht, ganz ehrlich. Ich hab mich da wahrscheinlich wieder in was verrannt. Ich meine, wir kennen das ja. Ich halte den Finger fern von vergebenen Männern. Das wollte ich hören. Die viel älter sind als ich. Amen, Doppelarmen, Alter. Ich gehe in die Kirche jetzt. Okay. Ja. Ciao. Ja, euch auch. Bye. Ciao. Toll gemacht, Leute. Tschüss. Was für ein Tag.
Wie geht's dir, Schatz? Ah, ist super. Selbst? Ja, gut. Hast du dir die Bilder gesehen? Ja, ich habe mir die angesehen, aber ich bin mir noch nicht sicher. Noch nicht entschieden? Ja, noch nicht. Mal gucken. Okay, dann bist du fertig. Los geht's. Weil meine Eltern warten auf uns. Meine Mama hat mich viermal angerufen unterwegs. Und mein Papa will wissen, einfach, was in der Schnitt alles läuft. Mhm. So, deswegen, ich brauche dich. Okay. Los geht's. Ich kann heute nicht. Was kannst du heute nicht? Ich kann heute nicht kommen, weil ich krieg einen Promi-Kunden. Was? Der hat spontan angerufen und das ist wichtig für den Laden. Er hat mir auch gesagt, dass er Werbung macht. Das ist wichtig, dass wir wieder ein bisschen neue Kunden reinbekommen. Bist du dir sicher, dass es heute ist? Weil ich hab Er hat gerade eben angerufen. Hast du das nicht mitbekommen? Doch. Gerade eben. Stimmt. Oh, du hast gesagt, ich soll das eintragen, aber ich habe es nicht gemacht. Genau, ja. Schatz, bitte. Also Arbeit geht vor, du weißt deshalb. Aber wir werden es auf jeden Fall nachholen. Och, ja, wir werden es nachholen. Jetzt. Und grüße die Family, dazu auch Emberamja, auf jeden Fall. Sam lügt Jasmin also eiskalt an, nur um nicht mit zum Familienessen zu müssen. Scheint wohl doch nicht alles so rosig zwischen den beiden zu laufen. Und das ändert für mich gerade alles. Warum soll ich mich zurückhalten, wenn die Beziehung der beiden sowieso nicht perfekt ist? Ja, aber ne? Treffen mich mit meinen Freundinnen. Ja? Deswegen. Cool. Aber falls du Hilfe brauchst noch wegen deinen Showbiz-Kunden, also wenn ich irgendwas vorbereiten soll oder so, weil ich will jetzt eigentlich alles weggeräumt, aber falls du, ne? Das ist lieb und nett gemeint, aber ich krieg das in Highschool. Ja, okay. Ich mach das schon. Alles klar. Ja. Ich find's lustig, weil ich habe im Kalender gar nichts gesehen. Also da stand irgendwie nichts drin von diesen Kunden. Ach so, das habe ich ja voll vergessen. Das einzuschreiben. Scheiße, ja. Und das bleibt dir dann im Kopf einfach, oder? Nein, das... Sami. Das ist ein spezieller Kunde. Ja, okay. Wir wissen beide, dass kein Kunde jetzt kommt. Das ist gelogen. Ja. Aber wie? Du erzählst das ja, Sam. Du meinst danke, dass du nichts gesagt hast. Natürlich, also klar. Ich hab's ja da schon gecheckt. Aber ist alles in Ordnung? Weil irgendwie, ich glaube nicht, dass man einfach so lügt und lieber auf Arbeit ist, anstatt mit seiner Verlobten und ihrer Familie essen zu gehen. Alles okay? Alles in Ordnung. Passt, alles gut. Ich habe keinen Bock, darüber zu reden. Okay, also... Ja. Okay. Cool. Ich will diesen Mann einfach. Und wenn es zwischen Sami und Jasmin sowieso nicht rund läuft, warum sollte ich mir dann nicht einfach nehmen, was ich will? Prost. Prost. Ob ich nächste Mal wirklich so cool ist, wie du das die ganze Zeit sagst, dann muss ich da unbedingt auch mal hin. Du musst hundertprozentig da. Du hast alles da. Du kannst shoppen. Hab ich 24 Stunden. Auch. Du kannst essen, trinken. Da 16 Millionen Menschen. Überleg dir das mal. Kannst machen, was du willst. Oh mein Gott, oder wer weiß, vielleicht bist du bis dahin schon längst mit Jasmin nach Istanbul gezogen und dann habt ihr ein Haus und Kinder und diese ganzen Sachen und dann, ja, komm ich euch besuchen. Ganz im Ernst, wie kommst du jetzt auf sowas? Weil du sie heiratest und ihr habt euch doch in Istanbul kennengelernt, also macht das doch Sinn, zurück in die Heimat zu gehen und dann ein Haus zu bauen und Kinder zu bekommen, diese Familienzeug und so. Kinder. Ich krieg die Krise. Chiara, schau mal, mir geht's hier gerade gut. Ich kann hier schön abschalten und ich habe keinen Bock, irgendwie zu Hause jetzt mit denen über die Hochzeit zu quatschen. Weißt du, was ich meine? Und jetzt trinke ich noch ein Bier, dann geht's mir gut. Ich glaube, wir haben jetzt kein Bier mehr. Okay, aber wieso ist das eigentlich so? Irgendwann musst du doch mit denen sowieso darüber reden. Weil, Chiara, ich fühle mich da. Die machen Witze über Kinder. Die haben nicht mal die Hochzeit. Und die machen, ja, wann kommt das Kind und dies und jenes. Wann, welches Kleid und dies und Deko. Ich krieg die Krise, ja. Ich bin unter Druck gesetzt. Mein Kopf pfeift. Ich komme darauf nicht mehr klar. Und hier tut mir das gut so. Ich kann hier, guck, wir schalten schön ab hier. Und das passt gerade. Okay. Also willst du mir damit sagen, dass dich das Ganze unter Druck setzt? Ja. Aber wie, ich komme. Ich werde keinem irgendwas sagen. Also das bleibt unter uns. Ja. Ich danke dir auch für den netten Abend jetzt so. Ich meine,
Du könntest ja auch was Schönes mit deinen Freundinnen oder sowas draußen machen, anstatt hier die Hochzeitspläne von deinem Chef dir anzuhören. Alles okay. War gar nicht so übel, aber ich muss jetzt wirklich los. So langsam. Ja, mach das. Okay. Und ich würde dir auf jeden Fall immer wieder zuhören. Schönen Feiern wünsche ich dir. Danke. Zwischen Sami und mir, da ist was. Das merke ich. Und ich weiß ganz genau, es dauert nicht mehr lange. Und dann kann er mir nicht mehr widerstehen. Ich weiß ja nicht, wie lange ich denn jetzt noch hier sein werde und das... Das passt schon. Glaub mir. Also du brauchst definitiv keinen Personal suchen. Da der liebe Herr Heuer ja sagt, dass ich keinen Koch einstellen darf. Plan B. Okay. Da sag mal, ich hab das Gefühl, dass du diesen Laden hier mit Absicht sabotierst. Gott, dein verdammter Ernst? Ich sag, Getränkehändler, sag ich zu ihr, Willa. Die Getränkehändler müssen wir ein bisschen freundlich. Getränkehändler ist Mikes Vater, Mann. Ich wollte Mike einfach überraschen. Ja, aber trotzdem. Nee, Frank, ich hab die Schnauze voll von dir. Du kriegst Hausverbot. Wenn du hier nochmal auftauchst, rufe ich die Polizei. Pavel! Security!